Man nehme zwei parallel ausgerichtete Brücken, befestige das Seil an einer Brücke und lässt sich dann von der zweiten ins Seil fallen. Dabei macht man dann eine Bewegung wie ein Pendel. Die Reibung soll vernachlässigt werden. Die Frage ist, mit welcher Geschwindigkeit durchfliegt man den tiefsten Punkt dieser Pendelbewegung? Wie stark ist dann der nach oben abfließende Impulsstrom? Das heißt, wenn man die positive Richtung nach unten wählt. Und wie stark ist der Springer belastet? Und zwar in G, also wie stark ist das lokale oder mit dem Beschleunigungssensor messbare Gravitationsfeld? Zur Lösung formulieren wir einen Energievergleich. Wir sagen, im Punkt 1 ist die kinetische Energie und die potenzielle oder Gravitationsenergie gleich groß wie im Punkt 2. Im Punkt 1 haben wir keine kinetische Energie. Die potenzielle Energie ist aber Gewichtskraft mal Radius dieser Pendelbewegung, wenn man am tiefsten Punkt die potenzielle Energie gleich 0 setzt. Die kinetische Energie ist, wie gesagt, im Punkt 1 gleich 0, im Punkt 2 ist sie maximal und kann geschrieben werden als halbe Masse mal Geschwindigkeit im Quadrat. Die potenzielle Energie im Punkt 2 ist definitionsgemäß gleich 0. Wenn man jetzt diesen Energievergleich auswertet, hat man also m mal g mal r im ersten Term und m halbe v Quadrat im zweiten. Dann bekommt man, die Geschwindigkeit ist Wurzel 2 gr. Und das sind in diesem Fall 31,3 Meter pro Sekunde, also praktisch 100 Kilometer pro Stunde, etwas mehr, etwa 110 Kilometer pro Stunde. Hier kann man natürlich den Luftwiderstand nicht mehr vernachlässigen. Zur Beantwortung der zweiten Frage formulieren wir die Impulsbilanz. Wir sagen, die Seilkraft nach oben, also nach innen vom Kreis aus gesehen, minus die Gewichtskraft ist Masse mal Beschleunigung. Hier müsste man eine kleine Zeichnung machen und die Kräfte sauber einzeichnen. Dann für die Beschleunigung können wir schreiben V² durch den Radius, das ist eine reine Normalbeschleunigung im tiefsten Punkt. Und die Geschwindigkeit können wir immer noch aus dem Energievergleich beschreiben, nämlich 2gr ist die Geschwindigkeit im Quadrat. Dann setzen wir die Geschwindigkeit im Quadrat hier ein, lösen nach der Seilkraft aus. Das heißt, Masse mal Beschleunigung plus die Gewichtskraft, das ist dann die Seilkraft. Und Masse mal Beschleunigung ist, wie man aus der ersten Zeile hier erkennen kann, 2mg. Das gibt 3mg. Das ist ein interessantes Resultat. Das heißt, unabhängig von der Seillänge ist die Belastung oder die Seilkraft einfach die dreifache Gewichtskraft des Brückenspringers. Das wären hier also 2000 Newton oder entsprechend 200 Kilogramm Masse. Das lokale Gravitationsfeld rechnet sich nach folgender Vorschrift. Man nimmt das Gravitationsfeld, das auch im Ruhesystem, also im Laborsystem bekannt ist oder gemessen werden kann, zählt dann die Beschleunigung des Systems ab und bekommt dann g lokal. Das sind dann eben 3g. Das heißt, die Beschleunigung ist nur 2g, aber die Belastung ist 3g. Man kann auch sagen, die Belastung ist immer gleich der Summe aller Oberflächenkräfte dividiert durch die Masse. Dieses Modell ist insofern nicht ganz korrekt, weil dann hier das Seil ein bisschen Biegung aufnehmen muss. Aber das ist nicht so groß, das kann man in erster Näherung vernachlässigen. Wie ist das Modell gebaut? Ja, immer wie in der Systemphysik, unten die Drehimpulsbilanz, da haben wir also das Drehmoment der Gravitation, dann das Drehmoment des Luftwiderstandes, dann der Drehimpuls dividiert durch das Massenträgheitsmoment, ist dann die Winkelgeschwindigkeit, aufintegriert gibt das den Winkel. Oben habe ich noch die Energiebilanz quasi als dritte Ebene formuliert. Die Energiebilanz macht eine Abbildung der Drehimpulsbilanz, wobei die Energieströme immer
gleich Drehimpulsstrom mal Winkelgeschwindigkeit ist. Also die Winkelgeschwindigkeit ist das Energiebeladungsmaß des Drehimpulsstromes oder eben dann des Drehmomentes. Ich zeige kurz alle Gleichungen. Ich habe hier die Anfangswerte so gesetzt, dass man auch notfalls eine Anfangswinkelgeschwindigkeit setzen könnte. Dann hier ist das Drehmoment der Gravitation, nämlich Gewichtskraft mal Pendellänge mal Sinusauslenkung. Dann hier ist das Drehmoment des Luftwiderstandes, nämlich die Dichte halbe mal den Effektivquerschnitt mal die Pendellänge hoch 3 mal die Winkelgeschwindigkeit im Quadrat. Dann die Leistungen der Drehmomente sind wie gesagt Drehmoment mal Winkelgeschwindigkeit und da unten ist noch der Satz der Parameter und Anfangsbedingungen. Anfangswinkel ist 90 Grad, also Pi halbe. Schauen wir uns die Simulation noch kurz an. Wir haben hier die Winkelbeschleunigung als schwarze Linie, linke Skala und die Winkelgeschwindigkeit als rote Linie. Das ist dann die rechte Skala. Man könnte auch noch den Winkel dazu nehmen, dann wird die Winkelbeschleunigung entsprechend kleiner skaliert, weil der Winkel ist auch auf der linken Skala. Der Winkel sieht noch ziemlich sinusförmig aus im Zeitverlauf. Die Winkelgeschwindigkeit, da sieht man doch diese gerade Strecke als doch deutliche Abweichung von der Sinusfunktion. Und die Winkelbeschleunigung ist dann schon recht stark unterschiedlich zur entsprechenden harmonischen Funktion. Ich habe hier noch die Energien, also die potenzielle Energie, die schwankt zwischen 0 und Maximum, einfach von Periode zu Periode abnehmend. Dann hier die Rotationsenergie und die Energie der Luft, also ist dann die dissipierte Energie, die nimmt natürlich stetig zu. Man kann natürlich auch die Leistungen der beiden Drehmomente anschauen. Die Leistung des Gravitationsfeldes ist sowohl positiv wie negativ, das heißt, die Energie wird ja zwischen Rotation und potenziell ausgetauscht. Die Leistung des Luftwiderstandes ist streng positiv, das heißt, diese Energie ist dann definitiv verloren gegangen. Hier noch das, was ein Beschleunigungssensor messen würde, also die Normalbeschleunigung, das ist das lokale Gravitationsfeld radial nach außen, das geht wie gesagt praktisch auf 3G hoch und das Tangentiale, das variiert nur ein bisschen wegen dem Luftwiderstand. Ich möchte das kurz zeigen, indem ich einen Batchrun mache. Ich verändere die effektive oder die wirksame Querschnittsfläche für den Luftwiderstand zwischen 0 und 80 Quadratdezimeter, also 0,8 Quadratmeter. In zwei Durchläufen. Dann hat man einmal ohne Luftwiderstand, einmal mit. Ohne Luftwiderstand steigt das messbare Gravitationsfeld, das lokal messbare Gravitationsfeld auf 3G mit. Luftwiderstand klingt sehr rasch ab. Mit Luftwiderstand hat man diese tangentiale Messung und ohne Luftwiderstand hat man dauernde tangentiale Schwerelosigkeit. Hier noch der Unterschied in der Winkelbeschleunigung. Mit Luftwiderstand klingt natürlich die ab und ist ein bisschen unsymmetrisch. Bei der Winkelgeschwindigkeit hat man dieses Abklingen und beim Winkel natürlich auch. Also ich denke, Rechnen ist das eine, das heißt diese Überlegung, Energievergleich, Grundgesetz, Normalbeschleunigung, das ist ja Standard. Aber das Spielerische, der spielerische Umgang mit solchen Modellen passiert erst, wenn man ein wirkliches Modell macht und dann ein bisschen Parameter studiert und sich dann weitere Gedanken dazu macht.